Reingepusht, Leute, ich entgegen euch wieder zwei Minuten anwesend. Scheiße, danke, scheiße, noch zieh den täglich quer durch Istanbul. Ich würde von jedem einzelnen von euch, jeden einzelnen mein letztes Hemd geben. Meine letzte Langwaffe. Meine letzte Weste. Oh, die fühlt es ja ganz schön mit dem Hub, ne? Gerita Pizza. Das ist halt... For life. Balls for life. Yeah. Grow for life, man. Grow for life. Genau so, Jungs. Die haben uns halt jetzt die Tür geöffnet, um die zu ficken. So. Die haben quasi sich gebückt und gehustet, damit wir jetzt schön von hinten... Ja, Mann. Guck mal, wir planen auf jeden Fall schon wieder. Ah, fuck. Puh, hier stinkt's, Alter, hier stinkt's. Ich muss auflegen. Fuck, was ist das, Alter? Hier riecht's so ekelhaft. Was ist los? Hier riecht es nach Hasch. So, ich bin im Dauerfunk. Ich hoffe, ihr hört mich alle, ja? Nach Hasch. Ja. Ah, ich da jetzt gerne reingehalten, ne? Und so, ja? Wie bitte? Einfach Gas geben. Oh, sorry! Ey, das wollte ich wissen. Und alle tot. Ah, scheiße, das wollte ich jetzt echt nicht. Digga, Spezialist Sonny, ey. Ist okay, sorry. Okay, mal härtere durchgreifen. Gesagt, wollte ich das nicht. Hey, ist okay, Sonny. Was meinst du? Warte, komm, ich mal schon zur Seite. Oh. Und darum ging es prinzipiell. Normal. Thema, härter durchgreifen. Machen wir weiter, ne? Ich finde, ja, ich könnte nochmal, aber, ja? Ich weiß nicht. Was machst du? Wo bist du? Ich komme jetzt auf mein Haus. Ja, komm mal her. Schwarz auf dich. Ich habe eine Überraschung. Die ist sehr groß. Die ist wundervoll. Die ist wundervoll. Echt? Warte, guck, ich baller jetzt rein. Achtung. Oh! Hast du gefickt? Sonny, 10 von 10, du hast die einmal weggemacht. Du hast die kaputt gemacht, Digga. Sonny, was hast du getan? Sonny, was hast du getan? Ich guck genau, sie liegt. Das Schlimme ist, ich sag ihr noch, ich komm jetzt reingeballert, dann hab ich sie umgefahren. Scheiße. Und da liegt die auf dem Boden. Jetzt. Ich schieße, schießen, okay. Da ballert die weg, Alter, die Furzen. Komm, Fuß nach rein, direkt reinpushen. Den Jungs. Versucht den Kreisel einzunehmen. Push da rein, push rein, hinten, hinten, da rein, da springt welche raus. Rein, da alle weg, da. Das ist meine Furzen rein. Das ist meine. Dicker den Furzen. Das ist meine und weg mit euch. Behindert, hier ist doch einer, wer bist denn du, junge Menschen? Was schießt die kleinen Fotzen auf uns? Was schießen die einfach direkt gegen uns, Alter? Was kann, wenn ihr alle dort steht? Also sollen wir jetzt nicht hier stehen, wo wir stehen. Bist du bereit? Ja. Okay. So, steigen jetzt alle aus, bleibt hinter den Autos. Ja, die Jugglers machen ihren Job, was wir gesagt haben, ja. Und der Rat kann ja hier vorne hinkommen. Wir wollen, dass wir hinkommen. Geh nicht so weit vor, bleib hier. Wer ist das hier? Guck mal, hier hinten sind welche. Bist du die unter uns? Oh, und ist das UG oder was ist das? An die Bahn. Mach deine Pistole einbreiten, guck doch mal ein bisschen hinter uns, ne? Nicht, dass hier irgendwas ist. Ja, wir gucken hier überall. Keine Angst. Wie sehr kurios hier alles kommt. Was ist los? Habt ihr nur eure eigene Hut Angst oder warum kommt ihr nicht einen Schritt nach weiter vorne? Oder bringst du so. Guck mal auch in die Kamera. Jo, es geht. Wer ist denn der Ranghöchste bei euch? Das bin ich. Ramiro, okay, alles klar. Wir sind folgendermaßen hier, ja? Ich glaube, ja, ich habe sogar mit dir gesagt. Da ist einer am Liegen auf der Megaron. Wir hatten auf jeden Fall das Gespräch, denke ich mal, auch gehabt, ja, mit meinen Jungs. Okay, was fällt dir eigentlich ein, so respektlos mit mir zu reden, ja? Wenn ich sage, dass vom Juve da verschwindest du da auch, okay? Aber das Ding war, wir hatten das schon gestartet. Nein, hattet ihr nicht, Alter. Doch, wir hatten das schon gestartet, Jungs. Nein, hattet ihr nicht. Doch, wir hatten das gestartet. Wir hatten ein Gespräch, wir hatten nebenbei noch einen Kopf bei uns, okay? Der hat uns Bescheid gesagt, wenn das gestartet würde oder nicht. Okay, wir hatten die Geiseln schon drin am Stehen, wir waren schon bereit und haben es gerade gestartet und gekommen sein. Und du hattest mich noch angesprochen. Was ist denn einfällt, den Juve zu machen? War das jetzt scheißegal? Ja, ist mir jetzt scheißegal, ob ihr da schon Geiseln hattet oder nicht. Ja, wenn ich das übernehme, dann sind die Geiseln auch meine, okay? Ja, entspann dich, André. Na, dann müssen wir das beim nächsten Mal, ist doch kein Problem. Sagt das doch einfach. Ja, trotzdem, gar nicht, man kann ja einfach mit trotzdem, ja, komm, scheißegal, ja. Scheißegal jetzt auf den Juve. Was fällt dir eigentlich ein, wie du gestern mit mir geredet hast, ja? Von wegen, mach dich ab jetzt hier und so ein Scheiß, ne? Ja, einfach nicht ins Schussgefecht. Sag ihm das, du weißt ja selber, wie die Propos sind. Ja, du wolltest, dass es zum Schussgefecht kommt, ne? Nein, aber sagst zu mir, mit wem bist du hier, wo sind deine Jungs? Jungs, hat er nicht gesagt, ich habe da nicht gesagt, wo sind eure Jungs, gar nichts so. Weißt du, was wir uns hinterher gedacht haben? Warum einer vor uns steht und uns 30 Mal da Weißt du, was ich meine? Ja, weil ich das kann, okay? Ja, aber dann komm doch, weißt du, das, man kann das doch einfach ganz normal diskutieren. Ich weiß gar nicht, warum das immer so ist. Wir hatten eine Beziehung in der Vergangenheit, die nicht ganz so ist. Gebe ich zu. Aber ich dachte, wir hatten uns ausgesprochen. So, und da kann man doch einfach auch das Gespräch mit uns finden. Weißt du? Ihr wisst, wo wir sind, ihr wisst, wer wir seid, wer wir sind. So, ich verstehe nicht, warum das immer so auf diese Art geschehen ist, weißt du? Ja, weißt du, wer wir sind? Natürlich, ihr seid die LCN, die La Cosa Nostra. Ja, und weißt du, welches Gebiet uns gehört? Rockford. Richtig, und wo ist der Juve? Der Juve ist in Rockford. Allerdings, ja, richtig, also beim nächsten Mal, ja, beim nächsten Mal kann man darüber reden, das ist doch kein Problem, Jungs. Ja, nee, mir geht's nicht um die scheiß Juve, mir geht's einfach darum, wie du mit mir geredet hast, okay? Du hast mich wie ein Stück Scheiße behandelt. Nein, das hast du falsch verstanden, Bender. Nein, ich hab's nicht falsch verstanden. Wie gesagt, es war kein persönlicher Angriff gegen dich oder gegen deine Fratellis. Wie gesagt. Ja, okay, alles klar. So, das nächste Ding, natürlich lasse ich mit mir nicht so reden, ja? Jede Aktion, ja, auf jede Aktion, folgt natürlich eine Reaktion und deswegen will ich, dass du jetzt mit uns kommst, okay? Ich soll mit euch kommen. Ja, wir bringen ihn nicht um. Und wohin soll ich mit euch kommen? Ja, das sagen wir dir dann. Du kannst deinen Leuten auch Bescheid sagen, dass wir aus deren scheiß Löchern kriechen können. Ja. Wir werden dich nicht umbringen, okay? Okay, ich komme mit, das ist doch kein Problem. Ja, okay, alles klar. Ist Anatoli da? Ich gehe noch nicht mit dem Dächern. Gib mir mal Anatoli seine Nummer. Ja, keine Ahnung. Ja, wie? Keine Ahnung. 82896. Wenn du mich angelogen hast, bist du dafür genauso rein, ne? Was? Wie war seine Nummer? 82? So, ja, steigt erst ein, ja. Ja, 82 und weiter? Wenn wir das sagen. Also bleibt noch kurz draußen. Ich mal schon mal die Autos an. Der ist doch da, ne? Ja, buonasera. So, ich hab hier irgendeinen von dir, ja? Wenn du das hier deeskalierend haben willst, dann kommst du jetzt in die Hut und kommst mit uns. Ich habe bekommen, dass Ballas gesammelt an der Waschstraße stehen soll. Du kommst jetzt zu uns. Hier kannst du mal gucken. Du kommst mit uns mit. Ding bei dem Donut. Was? Sorry, ich weiß nicht. Welche Straße? Du kannst schon was sagen. Ja, wahrscheinlich die Straße, soll die gesammelt stehen. Junge, dein Homie hat gesagt, dass du hier gerade nicht in der Hut bist, aber du auf jeden Fall irgendwo da draußen bist. Was weiß ich da, woher soll ich denn wissen, wo der ist? Okay, einer ist da direkt unter euch, ne? Pass auf. Ich werde jetzt, okay, er legt auf. Guck mal, du holst ihn jetzt hierher, ne? Ruf den mal an. Nur wenn er nicht kann, kann er nicht. Jungs. Okay, Leute, wisst ihr was? Wir ziehen von hier ab, ja? Wir nehmen den mit und wir klären das dann gleich mit Anatoli. Wenn er kommen will, dann kommt er. Wenn er was an dir liegt, ne? Ja, einer Bauer kommt Richtung Kolonne. So, aus Respekt, dass du mit uns gekommen bist, ja? Haben wir dich jetzt nicht gefesselt oder sonst was, okay? Solltest du aussteigen, wird deine ganze Sippschaft brennen. Hast du mich verstanden? Hey, du da hinten, hast du mich verstanden? Ich hab dich verstanden, alles gut. Warum sollte ich aussteigen? Wie ist denn dein Name? Anwesend, wenn wir wissen, vielleicht... Mein Name ist John Frank. Bist du nicht der OG? Ich bin nicht der OG. Habt ihr auch dem sein Handy abgenommen? Nicht, dass er die ganze Zeit Standorte sendet. Am Anwesen ist keiner, ich bin noch da. Nein, der soll ruhig Standorte schicken, ja? Ich mag keine Standorte. Was für Standorte? Vom letzten Auto der Beifahrer, ich guck da auch ab und zu mal wieder nach hinten, ne? Was ist denn eigentlich los? Warum seid ihr so verteilt? Ich weiß nicht, was du meinst. Du weißt nicht, was du meinst, okay? Ja. Also wir sind hier ein bisschen im Kreis gefahren und haben ein paar von euren Leuten getroffen, ja, die dann sehr schnell weggefahren sind, als sie uns gesehen haben. Ach, ist das so? Ja, ist so. Hm. Habt ihr auf irgendwas gewartet? Aber was sollen wir denn gewartet haben? Ich weiß nicht. Auf die schwarze Welle. Auf die schwarze Welle also? Also, keine Ahnung, was ihr hier mit mir besprechen wollt. Wir können das gerne besprechen. Ich habe auch 5 umfahren. Hier sind schon Lowrider, wa? Was hast du gesagt? Lowrider stehen vorm Anwesen. Wo genau, wo genau? Zwischen Eventtor und Haupttor. Direkt in der Mitte. Als ob der hier rübergesprungen ist aufs Anwesen. Stopp, ist das nur ein Lowrider? Ja, ist nur einer. Ja, der steht schon den ganzen Tag da, ist egal. Vergesst den. Ein schönes Anwesen habt ihr aber hier, muss ich sagen. Wir können ja tauschen. So, wenn wir dann hier gleich im Anwesen... Ohne irgendwie abgehoben zu klingen, ja, aber ich glaube... das Anwesen ein. Das ist nicht so traurig, passt einfach. Ich hab grad sicherheitshalber mal die Gotze gecheckt. Ich hatte Angst, dass wir die geschossen. Stellt die Fahrzeuge mal normal an. Hier, küsst du den schon mal zur Mauer. Ausschau nach dem Pferd bei uns. Macht hier das Anwesen komplett dicht, ja, verteilt euch auf die Dächer. Hallo. Ja, nicht so viele, 6, 7, 8 Leute reichen, Restmasse unten, ja? Alles klar. Ja. Sollen wir die Eingänge wieder mit Autos dicht machen? Hallo? Ja, vielleicht die Scheißautos. Ja, wenn Fox, ja. Alright, alright. Und fessel ihn da unten bitte kurz, ne? Mehr nicht auf den Dach. Macht mal die Autos nicht zu. Macht mal die Tür nicht zu. Die sind doch herzlich willkommen, Alter. Ich habe keine Seile mehr. Ah, ich habe auch keine mehr dabei. Alles gut, man braucht keine Seile. Ja. So, warte mal. Wie gefiel es dir eigentlich, wie ich gerade mit dir geredet habe? Wie soll es gefielen? So, ich weiß immer nicht, warum ich jetzt mitgenommen wurde. Warum? Also, an sich kann man das ja auch alles mit Wörtern klären. Man kann ein Gespräch suchen. Wir sind alle erwachsene Menschen. Okay, und wenn ich mich jetzt bei dir und bei deinen Leuten entschuldigen würde, ja, was? Dafür, dass was wir jetzt gerade gemacht haben, denkst du, deine Leute würden einfach so akzeptieren, einfach die Entschuldigung annehmen? Wie kommst du denn jetzt auf eine? Warum? Ja, weil du es doch gerade auch versucht hast bei mir. Nee, aber was für eine Entschuldigung? Man, so, weißt du, man macht Fehler, man sollte auch zu Fehlern einsehen, oder nicht? Ja, leider macht ihr häufig Fehler, ja? So, ja, das kommt vor, was willst du machen? Ja, und Fehler, ne, aus Fehlern sollte man lernen. Ja, und das macht ihr eben nicht, okay? Hm. Also ich will jetzt, dass du diesen Anatoli anrufst und ihm sagst, dass er seinen Arsch hierhin bewegen soll, okay? Er soll diesen Anatoli hierher holen und, nein, warum sollte ich ihn hierher holen? Ja, darum. Wenn er nicht hier ist, und nicht in der Hut war, dann ist er nicht in der Hut, verstehst du? Also ich kann da doch auch nichts machen. Das ist ein freier Mann, ein freier Mann. Jetzt verstehst du mich ja mal ganz kurz, okay? Ja. Sollte dieser Anatoli nicht hinkommen, dann wirst du und deine ganze Familie rotten, hast du mich verstanden? Ich werde Davis zu Rockford machen. Ich werde Rockford. Du wirst Davis. Der Kreis von denen ist jetzt voll belebt. Da ist jetzt richtig Betrieb. So, kommst du darauf? Wie kommst du darauf? Warum auch? Entweder du machst das, was ich dir sage, oder du wirst weiterleiden. Was da für Leiden? Ich leide doch nicht. Ich glaube, der will mich verarschen. Was? Hä? Wie? Was damit verarschen? Ich rede doch ganz normal. Ich glaube, der nimmt mich nicht ganz ernst, oder? Natürlich nehme ich. Der will Zeit rauszögern. Ich sag dir, wie das Gespräch mit dir. Das will der auch wahrscheinlich. Jetzt würde ich mich verkriechen und in ein Loch warten, bis sie da warten und wieder geht, oder nicht? Ja, so wie du es vorhin gemacht hast, ne? Wie denn vorhin? Ich mach das die ganze Zeit. Ich bin die ganze Zeit da. Du kannst dich jederzeit erreichen. Du kannst ihnen am Telefon sagen, entweder er oder du. Entweder Anatoli oder nicht? Ja. Ganz einfach. Wie, dann du? Ja, mein Homie lasse ich nicht. Ich verkaufe ihn. Ja, dann sag es ihm einmal bitte am Telefon, ja? Was? Ja, natürlich, ich rufe ihn an. Ja, kein Problem. Das ist ganz einfache Mathematik. Das ergibt doch keinen Sinn, wegen einer Person jetzt alles brennen zu lassen, oder? Ja, er geht nicht ran. Mal gucken, wenn ich ihn anrufe, ob er da rangeht. Ja, guck mal, wenn du anrufst, er rangeht. Oh, persönlich fragen, wir können einfach kurz runterfliegen und dann zu den 10, 15 Ballern oder 20, keine Ahnung, da hingehen und fragen, was los ist. Im Gespräch. Funkgerät haben, oder nicht? Was? Du wirst doch sicherlich noch ein Funkgerät haben, oder? Ja, willst du mein Funkgerät haben, ist doch kein Problem. Nee, du wirst doch garantiert diese Nachricht, Anatoli wird ja am Funk sein, auch einfach durch den ganzen Funk bei euch streuen können. Ja, was ein Zufall, Alter. Jetzt geht er nicht dran, aber gerade als ich versucht habe anzurufen, war er noch im Gespräch, ne? Guck doch mal. gesagt, setzt ihn einfach in Dauerfunk rein und dann soll er es einfach durch den ganzen Funk bei denen streuen. Dann hört das wenigstens jeder bei denen. Das ist schon längst im Dauerfunk. Als ob die überhaupt im Funk sind. Ich kann ja mal reingehen. Ach komm, jetzt hör auf, bitte. Ja, was denn? Es ist doch natürlich seitdem. So, hallo Anatoli, bist du hier im Root oder was? Also ich glaube, wenn der nicht kommt, müssen wir uns den wiederholen, oder? Ja. Was sagt ihr dazu? Ja, also, wollt ihr jetzt da wieder einreiten, oder? Ja, wir werden jeden Tag einreiten. Ja. Jo, was für eine Begründung? Wir wollen den haben, Alter. Der hat seine Scheißtaten gemacht und wir holen uns den. Willst du dich beleidigen lassen? Ja, du kannst ihm schon sagen, was denn für beleidigen lassen? Das hat nichts mit beleidigen lassen. Ach, ich wurde nicht beleidigt? Ich will schon verstehen, warum. Ich dachte, die Sache wäre vom Tisch. Warum packen wir denn das? Nein, in meiner Abwesenheit wurde ich schon wieder beleidigt. Ja, dann liegt es aber an euren internen Sachen, ob die Leaderschaft sich absprechen oder nicht. Es liegt an deinem Baller. Ja? Das liegt nicht an meinem Bruder. Weil er mich beleidigt, Mann. Nein, das war schon alles geklärt. Dafür haben wir ausgezahlt, falls du es nicht mitbekommen hast. Nein, er hat mich doch... Genau. Okay, warte. Okay, okay. Ich wiederhole. Das stimmt. Und danach kam nochmal eine Beleidigung. Darum geht es. Es kam wieder eine. Ich glaube, du hast ein persönliches Problem mit dem Anatoli. Ich habe gar keins. Er hat eins mit mir. Du hast ein sehr persönliches Problem. Er hat eins mit dir, ja. Du hast ein sehr persönliches Problem mit ihm. Ja, er hat doch eins mit mir, nicht ich mit ihm. Ich habe gar kein Problem. Ja, beleidige ich ihn oder er mich? Ich glaube, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ich habe ihn nicht einmal beleidigt. Nicht einmal. Seid ihr nicht gestandene Männer? Seid ihr keine gestandenen Männer? Dann soll er mich doch nicht beleidigen. Wieso sagt er denn beleidigen? Man kann das doch auch anders regeln. Muss dafür irgendwie immer eine Familie kommen? Jetzt mal Tacheles geredet. Was ist das denn für eine Show? Ich nehme euch ernst und ihr macht sowas. Soll ich dir mal was erzählen? Guck mal, wir behandeln dich gut, ne? Wir wollten dir gar nichts. Aber wisst ihr, was ich meine? John, weißt du, wie wir zu euch kommen wollten? Zu euch kommen und mit euch reden, ja? Wir wollten ganz normal mit euch reden. Wir wollten einfach reden. Und was macht ihr? Ihr verkriecht euch in irgendwelchen Gassen, in irgendwelchen Kanälen, was weiß ich, wo ihr alle euch verteilt habt. Wir hatten nicht vor, irgendwie aggressiv jetzt gegenüber von euch. Soll ich sagen, warum das ist? Man lernt aus den Fehlern der Vergangenheit, das habe ich dir schon einmal gesagt. Ja, und wir haben daraus gelernt. Du, das am Juve, das hast du vielleicht auch falsch verstanden. Wie gesagt, ne, es kam auch nicht so rüber, wie es eigentlich sollte, dass du dich angegriffen fühlst. Also, was ist denn da falsch zu verstehen? Was soll ich da falsch verstehen? Ja, wenn du das persönlich nimmst oder abmachen, das heißt doch einfach nur, dass du jetzt gehen sollst. Wo ist denn jetzt das Problem? Ja, warum soll ich denn gehen? Wenn ich dir sage, dass ich da jetzt bleiben will, dann bleibe ich da, Alter. Und ich lasse mir ja nicht von dir sagen, in meiner Gegend, dass ich mich von Ort verziehen soll. Das nächste Mal, wenn du mir da irgendwie kommst, ja, und mir mit einem Argument kommst, das sind schon unsere Geiseln drin, Digga, dann schicke ich euch da weg oder ihr seid die nächsten Geiseln. Hast du mich verstanden? Ich habe dich so verstanden, ja, kein Problem. So, und was ist jetzt mit dem Anatoli? Kommt der freiwillig oder sollen wir uns den holen? Ihr werdet Anatoli nicht finden. Ihr werdet ihn nie finden. Ich würde euch vorschlagen, Anatoli vielleicht mal... Weiß ich nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Ich hab doch eben noch telefoniert mit dir, Bruder. Ja, echt wahr. Deswegen eigentlich keine Ahnung. Er hat zu mir gesagt, dass er im Knast ist. Wie gesagt, Jungs, ne? Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das Aufgebot ist. Ich dachte, wegen dem Juve, wenn es noch so ein persönliches Problem ist, mit mir kann man reden, man kann auch bestimmt mit Anatoli reden. Ja, das wollen wir doch. Man sollte aber nicht immer die ganzen anderen Homies mit reinziehen oder die, wie sagt ihr, die Fratellis. Guck mal, primär ging es um den Juve. Das ist noch eine zweitrangige Sache und das ist nicht, du verstehst es nicht. Du denkst, es ist das von vorher, was 100 Jahre her ist. Nein, es ist nicht. Es kam wieder, was war denn passiert? Dann erzähl mir doch mal die Situation. Ich wurde beleidigt als Bastard und wieder Hundensohn, ja? Findest du es cool? Du wurdest beleidigt von Anatoli als Bastard und Hundesohn. Richtig. Wo und wann? Vor ein paar Tagen, wo ich nicht da war. Gibt's genug Zeugen. Okay. Ja? Verstehst du? Warum? Du glaubst du alles, was man dir erzählt, man soll eine Frage nehmen. Ich glaube das, ja. Hast du dir nicht irgendwie mal andere... ich kann das schon nachvollziehen. Weißt du, das ist immer die Sache. Man hört sich nur die eine Seite an, anstatt mal auch vielleicht auf die andere Seite ranzugehen. Ja, ist mir schon klar. Ich habe mit ihm auch schon geredet. Na, anscheinend nicht, weil sonst wäre ich ja nicht... Natürlich habe ich mit ihm geredet, im Capo Casino. Im Capo Casino? Ich war mit ihm in einem Golf-Account. Ich weiß ganz genau, was ich gehört habe, das reicht mir. Ich denke, du und Anatoli könntet euch eigentlich gut verstehen, wenn es nicht diese Differenzen gibt. Richtig, und der hat dann ein Problem. Ja, ne? Und das will ich aus der Welt schaffen. Okay. Also ich würde jetzt in Anatoli eine SMS schreiben, ja? Mach das. Und ich sag dir eins, wir werden uns den holen. Egal wie. Er hat noch die Chance, freiwillig zu kommen. Wenn er kommt, ja, gebe ich dir mein Versprechen, dass ihr beide heil und gesund hier wieder rauskommt, okay? Und wir werden euch fürs Essen in Ruhe lassen, ja? Von unserer Seite wird nichts mehr kommen. Genau, okay. Also du sagst, wenn ich Anatoli jetzt hier hole, ja, gibst du mir dein Wort, dass ihr uns in Ruhe lassen werdet in Zukunft? Wir natürlich auch euch in jeglicher Hinsicht. Weil wir haben eigentlich was anderes zu tun momentan. Sage ich euch so, wie es ist. Und ihr werdet uns dann wieder gehen lassen. Ja. Dafür müsste ich jetzt nur noch irgendwie Anatolia erreichen. Mhm. Ja, das ist nicht unser Problem, das ist ihr Problem. Ruf ihn mal an, seine Leitung ist frei, ja? Ja, warte. Ich ruf mal an. Sonny, ich würde mit denen einen Deal eingehen. Mhm. Mhm. Wie wäre es, wenn wir ihn jetzt freilassen und ihn drohen damit, dass Anatoli bis Ende des Tages Zeit hat, sich bei uns zu melden? Wenn nicht, werden wir uns den holen. Der wollte dich schon gerade runterspielen, ne? Der wollte sagen, so, er hat nichts gemacht am Juve und so, ne? Jetzt haben wir halt die Anatoli-Sache noch, wo wir weiter reinforcen können, ne? Ja, guck mal, es bringt nichts jetzt, ihn zu holen. Die sind doch überall verteilt, das wird nichts. Lieber so. Hab ich jetzt auch gedacht. Und wenn die ihn nicht rausholen, dann haben wir noch einen Grund, da wieder reinzufahren. Ja, genau, ne? Ja, stimmt. Der wird nicht kommen, der wird sich ewig drücken. Glaub mir, wir werden rein müssen. Ja. Glaub mir. Ja, okay, lass es so machen, ne? Das hört sich gut an. Okay, dann war es so. Alles klar, John. Du darfst wieder aufstehen. Alright. Ich kann aufstehen? Ja, Moment. Ja, klar. Alright. Also, ich würde dir einen Deal vorschlagen, okay? Ein Deal, ja. Du oder Anatoli, also er wird hier hinkommen, ja? Der hat bis Ende des Tages Zeit, sich vor Sonny und vor all den anderen zu entschuldigen, ja? Dafür, was er gemacht hat. Anatoli soll sich entschuldigen. Ja, und er hat vor allen jetzt. Nein, nur vor Sonny. Nur vor Sonny, was nicht? Vor allen oder vor Sonny? Also jetzt mal, du hast gesagt, vor allen anderen und vor Sonny. Ja, wir werden natürlich dabei stehen. Aber primär geht's um Sonny, okay? Bis wann haben wir Zeit? Bis Ende des Tages. Habt ihr Zeit? Aber da nicht ein bisschen länger machen, wer weiß, ob man nicht pennt. Nee. Was ist denn? Ich kann auch jetzt schon kommen lassen. Ja, und er kann jetzt kommen. Er kann in den nächsten 5 Minuten kommen, er kann in den nächsten 10 Minuten kommen. Mir ist sowas von scheißegal. Aber er hat Ende des Tages Zeit, okay? Bis Ende des Tages, ja. Ja, wenn er sich bis heute hier nicht blicken lässt, ja, dann wird nicht nur er leiden, sondern eine ganze Familie. Ach, dann wird sich jeder von uns leiden, oder? Wird jetzt uns alle wieder deswegen reinziehen? Oh, das sind eine Gang. Ja, aber ist doch logisch. Ich meine, mal eine andere Frage. Habt ihr nichts anderes zu tun? Warum willst du dich jetzt lustig machen, hä? Nein, ich habe gefragt noch, ob ihr nichts anderes zu tun habt. Wollt ihr wirklich wegen einer Person wieder komplett so gegen mich? Wie machst du das denn, wenn du beleidigt bist? Ich regel das, ich rede mit den Leuten, ich habe ein Mundwerk, ich kann mich argumentieren. Ja, was wollen wir denn? Wir wollen doch auch reden. Ja, aber der ist doch gar nicht da. Ihr wollt nur entschuldigen, ihr wollt nur damit. Der Kollege ist doch gar nicht da, wie soll ich mit dem reden? Wie soll ich denn mit dem reden, wenn er gar nicht da ist, der Kollege? Merkst du was? Ihr wisst selber, ne? Merkst du selber, oder? Hey, Kollege. Guck mal, der dreht mir die Worte im Mund rum. Ja, Junge, ich rede. Anatoli hat versucht, mich zu verarschen, ja? Von wegen. Eben gerade was noch Sonny. Was für Sonny, Alter? Wo ich ihn gerade angerufen habe, Junge. Da hat er versucht, mich zu verarschen und sagt, er wäre im Knast. Guck mal, bei Gott. Ich hab noch gedacht, so, ich sag eben so zu mir selber auch so innerlich, ich denk so, boah, du bist voll der Korrekte eigentlich, ne? Ich bin auch eigentlich korrekt, so. Ja? Ich verstehe halt nicht, ich sag euch ehrlich, die Forderung oder dieser Deal, den ihr mir anbietet, ich verstehe nicht, weshalb. Aber dann sowas hier schon wieder, ich verstehe nicht. Nein, das war gerade, wie gesagt, ich habe nur argumentiert, weißt du, es sollte kein persönlicher Angriff gegen irgendeinen von euch sein oder so. Wir haben noch nichts gegeneinander. Wir haben sogar noch Geschäfte gemacht vor ein paar Monaten. Ja, aber du merkst selbst... Ich war alles dabei, ich habe alles miterlebt. Ja, aber du merkst ja selbst, ich kann ja nicht mit jemand reden, wenn er nicht da ist, oder? Er ist ja nicht da. Dann kann ich doch mit Anatoli reden, ja, und eventuell können wir uns am neutralen Ort, was hältst du denn davon? An einem normalen, neutralen Ort mal treffen. Und vielleicht über die ganze Situation mal reden. Anstatt immer uns zu beballern. Wir sind immerhin noch gestandene Menschen. Wir wollen euch nicht beballern. Guck mal, sind wir gekommen, als wir ausgestiegen sind, sind wir alle zu euch gekommen? Sind wir irgendwie mit Waffen zu euch gekommen? Naja, du musst dieses Ganze sehen. Ihr habt eine Mauer vor unserer Hut gemacht, andere waren schon auf den Dächern hinter unserer Hut. Das kommt schon sehr bedrohlich. Ja, letztes Mal, wo wir besuchen wollten, habt ihr direkt angefangen zu schießen, ne? Nicht wir. Naja, aber was würdest du denn machen, wenn jemand mit einer langen Waffe oder mit einem Big Dog, wie wir sagen, euer Anwesen stürmt? Würdet ihr nicht direkt schießen? So, weißt du, wenn man wirklich reden möchte, dann sollte man auch deeskalierend wirken. Deswegen hatte ich auch keine Flag oder sonst was an. Ja, Meinungen sind verschieden, okay? Wir hatten auch keine Flags an. Aber... Was ist Flag? Ja, Maske. Ah. Ja, der Deal steht, ja. Du hast keine Wahl. Du musst ihn annehmen oder du wirst und deine ganze Familie leiden. Okay? Du kannst natürlich... Anatoli kann natürlich hierhin kommen, freiwillig. Und kann ganz normal reden mit uns. Du bist doch auch freiwillig mit. Wo ist das Problem? Ja, natürlich. Ist dir was passiert? Es geht halt. Nein, mir ist nichts passiert. Alles klar, du hast den Deal verstanden, ne? Ich habe den Deal verstanden. Ja, alles klar. Dann lass ihn mal nach draußen begleiten. Ich glaube, oben steht schon ein Leaderschafter von dir. Ja. Wir haben dann auch so einen oder hast du den nicht wissen, willst du? Ne, wir sind gerade vor 2 Wochen aus der Pampas raus. Wie ihr schon merkt, haben wir die einen oder anderen Gegner. Ihr seid ja nicht die einzigen, die man so ansehen kann, ne? Und da hat man sehr viele Probleme bei uns, ne? Und da war auch nicht nur mit Gangern oder Mafien, sondern auch mit Zivilisten, die gerne mal vorbeischauen. Ich weiß ja nicht, wie es hier so ist. Ihr braucht uns nicht als Gegner sehen, ne? Ihr könnt uns als Lösung für Probleme sehen, ne? Lösung für Probleme, wie kann ich das macht ihr einen Kopf verstehen? Hm? Alright. Und ich wünsche euch was, ja? Peace. Arrivederci. Was war jetzt meine Forderung? Bis Ende des Tages kommt Anatoli hier hin und entschuldigt sich für Sonny, ansonsten reiten wir dann ein. Okay. Alles klar. Alter, ich glaube, hier steht Anatoli, wa?